Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Sebastian Solbach und ich wollte Ihnen ein bisschen was über die Oracle Database Client X6.2 und auch ein bisschen was über den Mini-Cluster erzählen, ein ganz neues System, was erst vor kurzem rausgekommen ist. Ich habe mich entschlossen, ausnahmsweise mal mit Webkonferenz, mit einer Audiokonferenz zusätzlich zu arbeiten, weil in diesem Webcast durchaus Fragen auch gestellt werden können. Während des Webcasts bitte über den Chat. Ich versuche den nebenher ein bisschen mit zu monitoren. Nachträglich dann gerne auch über die Telefonleitung. Zum Schluss haben wir noch ein bisschen eine Q&A-Session. Wie gesagt, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Um was geht es heute? Ja, wir Oracle hat vor nicht ganz einem Monat zwei kleinere Systeme, praktisch Brüder der großen Oracle Database Appliance, angekündigt. Und die große Oracle Database Appliance, die X5, die kennt der eine oder andere von Ihnen hoffentlich. Und das ist die Hochverfügbarkeitsoption. Und es gibt jetzt zwei kleine Brüder, die ODA X6.2S für Small und M für Medium, die in sehr viel kostengünstiger sind als die HA-Möglichkeit, allerdings auch kein Rack, OneNote bieten, sondern wirklich nur Single-Instance-Datenbanken sind und zum Beispiel auch kein Oracle VM bieten, sondern dort geht wegen der Größe, hat man gesagt, einfach alles in der Metal ab. Was den Systemen gemeinsam bleibt, ist, dass sie sehr einfach zu administrieren, zu installieren sind. Und wir werden nachher auch sehen, wir haben auch den kompletten Grid-Infrastruktur-Stack mit drauf. Das heißt, das ist zumindest Funktionalität her da, dass auch eine Datenbankinstanz automatisch neu gestartet wird, wenn mal sie crashen sollte. Das heißt, diese Funktionalitäten sind vorhanden. Und ganz neu auf den kleinen Maschinen, eben auf der S und der M, unterstützen wir jetzt eben auch die Standard Edition 2, da natürlich dann nur in der Version 12.1.0.2, weil erst da gibt es die SE2. Wenn man noch eine Elba-Datenbank oder sowas installieren möchte, was auch geht auf der Small und der Medium, dann ist das nur die mit der Enterprise Edition. Das geht allerdings. Gleich wie auch der große HA-Bruder erlauben wir ein Hard-Partitioning, heißt auf gut Deutsch, für die Enterprise Edition schalte ich nur die Kerne frei, die ich auch wirklich brauche. Macht natürlich im Bezug auf Standard Edition, die Socket-basiert lizenziert wird, immer weniger Sinn. Gut, schauen wir uns mal im Detail erstmal die Hardware an der neuen Datenbank Appliance und dann sprechen wir ein bisschen was über die Software. Und wie gesagt, dann noch ein ganz kurzer Ausblick über, ich würde mal sagen, einen neuen Kollegen in diesem Bereich, den sogenannten Mini-Cluster, der auf Spark läuft. Auch da erst vor 2 Wochen das Announcement dazu. Und da wollte ich schon mal einen kleinen Ausblick geben, da werden wir allerdings nicht so tief einsteigen können, natürlich wie in die Datenbank Appliance, wo ich auch so meine ersten Erfahrungen schon mitgesammelt habe. Sprechen wir ganz kurz über die Hardware von der Small und der Medium. Letztendlich basieren beide auf derselben Serverarchitektur und unterscheiden sich nur in zwei kleinen Dingen. Das erste ist nämlich, wie viele Sockel letztendlich beschriftet sind. Das heißt, der Server selber ist ein 2-Sockel-Server und der wird bei der S einfach nur mit einem physikalischen Sockel beschriftet, während die M-Variante beide Sockets sozusagen populiert werden. Und das hat dann indirekt auch Einfluss auf das Memory. Jeder weiß, der sich ein bisschen mit der Intel-Architektur beschäftigt hat, wenn man nur einen Socket populiert, hat man auch nur Zugriff auf die Hälfte der Memory-Sockets, weil die immer direkt am Sockel dranhängen. Von daher kann eine X6S auch nur die Hälfte vom Memory insgesamt haben. Das heißt, per Default wird es mit 128 GB ausgeliefert. Erweitern kann ich sie bis maximal 272, also von 76 bis 128, während hingegen ich auf der X6 auch sehr viel mehr hochgehen kann, weil ich da, wie gesagt, mehr Speicher habe. Storage ist ganz neu bei der neuen X6. Da kommt Non-Volatile Memory, NVMe, auf Expressbus, also PCI Expressbus Basis zum Einsatz, was ein sehr, sehr schneller Storage ist. Ich habe da auch ein paar Performance-Messungen noch gemacht, die zeige ich Ihnen nachher noch. Die Bootplatten selber von den neuen X6, das sind interne SSDs, die gespiegelt sind, also auch da ist eine gewisse Hochverfügbarkeit da.
Wir haben bei der kleinen nur 2 Kupfer- und 2 Fiber-Channel-Ports, während bei der großen 4 Kupfer-Ports zu verfügen. Vom Listenpreis her eigentlich auch sehr, sehr viel geringer, ganz interessant. Bei Preisen sage ich aber, wenden Sie sich an den Vertriebler Ihres Vertrauens. Es gibt, wie gesagt, Erweiterungsmöglichkeiten. Einmal für die X6S, da kann ich 8 Memory-Riegel und bei der M16 Memory-Riegel dazu kaufen. Und ich kann ebenfalls auf den Storage erweitern. Und wenn man sich überlegt, 6,4 Terabyte, das werden wir gleich sehen, sind nicht ganz so viel. Von daher ist es da durchaus sinnvoll, dass man die Expansion eigentlich meiner Meinung nach gleich mit dazu fordert. Was ist denn dieses Non-Volatile Memory Express oder kurz NVMe? Das sind eigentlich SSDs, die allerdings nicht über einen normalen SAS-Bus oder sowas angeschlossen werden, sondern über den PCI Express-Bus letztendlich Karten sind. Und das hat den riesen Vorteil, dass sie auch nicht irgendeinen SAS-Protokoll-Overhead haben. Die hängen direkt am PCI Express-Bus, sind sehr, sehr schnell, das werden wir auch nachher an den IOPS sehen. Und liegt einfach daran, dass wir einmal das SAS außen vor lassen können, kein SCSI-Protokoll-Overhead haben und direkt darauf zugreifen können. Und dann heißt es noch so schön in unserer Dokumentation, trotz dieser neuen PCI-Express-Geschichte sind die sogenannten Hot-Swappable. So, Hot-Swappable, ich muss ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe, ist nicht ganz richtig. Also wenn man von Hot-Swappable spricht bei normalen Servern, ist man eigentlich gewohnt, auch ich kann die Platte einfach rausziehen. Das sollten Sie bitte bei diesen NVMe-Express-Karten nicht tun. Denn wenn Sie das würden, würden Sie einen Kernel-Kernel bekommen. Hot-Swappable sind die schon, aber in einem Sinn, ich muss halt im Vorfeld hergehen, muss die Platte dementsprechend herauskonfigurieren und das mache ich mit dem ODA ADM CLI. Ich sage über die Befehle nachher noch ein bisschen mehr mit PowerDisk auf und sagen, welche ich letztendlich raushaben möchte. Man kann sich die mit ODA ADM CLI Show Disk bzw. Show Storage auch im Detail letztendlich anschauen. Das heißt, wenn mal eine kaputt ist, also der Stake nicht gut ist, wie jetzt in meinem Fall, dann vorher ausschalten, austauschen und dann praktisch wieder die neue hinzustecken. Dasselbe gilt auch für das Erweitern. Ich kann auch beim Erweitern automatisch hinzustecken, aber ich muss dann dem System auch sagen, hey, pass auf, jetzt hast du so ein neues NVMe letztendlich mit dabei. Ja, ich hatte vorher schon erwähnt, die Performance der neuen ODA ist wirklich gut und ich verlasse mich da jetzt nicht auf irgendwelche Datasheets, wo letztendlich nur drinsteht, in Anführungszeichen, wie viel IOPS theoretischerweise so ein NVMe eben leisten kann. Mich interessiert natürlich, was macht eine Datenbank, die da drauf läuft. Und es gibt in der Datenbank ein sehr schönes Datenbank-Package, nennt sich vom Resource Manager, nennt sich Calibrate.io. Und mit dem kann man einfach mal gucken, was erreiche ich denn zumindest an Leseperformance. Für Write-Performance muss ich noch ein externes Tool nehmen, da gibt es von Oracle Orion. Das habe ich leider noch nicht laufen lassen können. Da werde ich die Werte aber natürlich auch noch ermitteln. Aber alleine von der Leseperformance her ist es schon mal ganz interessant zu sehen, maximalen IOPS sind immer 123.000 IO pro Sekunde, was sehr, sehr viel ist. Wobei in meinem System jetzt 4 NVMEs drin waren. Wenn Sie nur 2 haben, können Sie die Sache einfach mal halbieren. Genau dasselbe gilt natürlich für den Maximum Throughput. Und da aber mal, okay, das sind jetzt die Max-Werte, die er ermittelt hat. Wenn man sich das Ganze aber mal, und da wechsle ich mal ganz kurz in den Browser rein, ich habe mir einen Performance-Hub-Report von der Datenbank aufgezogen, als ich das Calibrate habe laufen lassen. Und wenn man sich da das jetzt mal ein bisschen anguckt, was wir denn da so haben, dann sieht man, aha, bei den Small Reads, wir haben wirklich die 124K, das ist auch ziemlich gleichbleibend. Aber interessant ist, wenn man mal auf den Durchsatz guckt und einfach mal guckt, was macht er denn bei Small IOs? Das heißt wirklich nur, wenn man 8K-Blöcke lesen, was jetzt die Datenbanken auch noch oder per Default haben, dann sieht man, okay, da kommen wir so bis 1000 Megabyte pro Sekunde und nur bei den Large IOs kriegen wir dann wirklich diese 6 Gigabyte an Durchsatz, die mir das IO Calibrate dementsprechend auch herausgibt. Das ist auch ganz interessant, mal zu sehen, was denn per se die Datenbank Appliance liefert und kann, die neuen mit 4 NVMe-Platten. Wenn wir bei der Hardware sind, sprechen wir noch ganz kurz über das Netzwerk.
auch dort hat sich ein bisschen das was geändert, als dass man es annimmt. Wir haben nämlich die Interfaces auf einer X6 oder jetzt so benannt, dass man sie auch zuordnen kann. Das heißt nicht mehr wie bei Linux üblich ETA 0 bis X, sondern wirklich sprechend, dass man auch sofort sieht, aha, der Bond ist jetzt nicht einfach nur ein Bond von zwei Ports, sondern das eine ist eben ein 10 Gigabit Kupfer und das andere ist der Fiber Channel Bond, sodass man das auch sehr, sehr schnell zuweisen kann. Bei einer Small habe ich natürlich nur zwei Kupfer, das heißt, da sehe ich nur EM1 und EM2 und das WP Bond 1 und natürlich nicht das zweite. Konfigurieren kann ich theoretischerweise alle drei Netze bei einer Medium. Ich muss es aber nicht, in meinem Fall habe ich jetzt auch nur das Netz konfiguriert. Ich hatte es vorher ganz kurz erwähnt, dass auf einer Oracle-Datenbank-Appliance immer ein kompletter Cluster-Stack läuft. Das werden wir auch nachher sehen. Das hat was damit zu tun, dass wir auch ACFS-Fallsystem unterstützen. Jeder, der sich mit Datenbanktechnologie ein bisschen auskennt, weiß, ja, wenn ich das ACFS-Fallsystem automatisch mounten möchte und auch solche Sachen wie Snapshots haben möchte, dann brauche ich dafür einen kompletten Grid-Infrastruktur-Stack, und zwar Cluster, nicht Riesdaten. Und damit ich das allerdings installieren kann, brauche ich einen Interconnect. Und auch die ODA X6 verwendet einen Interconnect und deswegen findet man da noch so eine Pseudo-Netzwerkkarte, 12.0. Oder habe ich mich vertippt, sehe ich gerade. dahinter steckt das Private Interface und das hat diese IP-Adresse. Im Gegensatz zum großen Bruder, also auch bei der X5 oder gab es diese privaten IP-Adressen, da waren sie allerdings statisch, weil wir dort die ganze Kommunikation über dieses Private Interface zwischen den Knoten organisiert haben. Bei den kleinen X6 braucht man sich keine Sorgen zu machen. Das heißt, auch wenn Sie den Nummernkreis hätten, die kann ich wirklich ändern. Das ist zwar nicht ganz so einfach, weil Sie müssen das in einem Skript tun, aber sie ist auf alle Fälle änderbar. Umso besser ist es noch, wenn Sie sagen, okay, interessiert mich eh nicht diese private IP-Adresse, weil mein Netzwerk ist ein anderes. Dann lassen wir das einfach außen. So, wenn wir schon bei der Software sind, kommen wir mal ganz kurz zu sprechen, mal, was kann ich mit so einer Datenbank Appliance S und M eigentlich machen? Ja, ich hatte es vorher schon erwähnt, Single-Instanz-Datenbanken. Das Ganze ist eine Bare-Metal-Maschine. Ich kann so viele Datenbanken da drauf packen, wie ich möchte. Naja, vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu überlassen sollten wir das System natürlich nicht. Aber wir haben nur lokalen Storage. Es gibt kein Rack. Ich kann auch nicht zwei von diesen Rechnern nehmen und irgendwie zusammenbauen oder sowas. Auch das ist letztendlich nicht möglich. Unterstützt wird 11.204 für die Enterprise Edition und 12.102 sowohl Enterprise als auch Standard Edition. Es wird derselbe Software-Stack verwendet, das heißt, ich habe in jedem Fall auch diese Grid-Infrastruktur mit dem Oracle automatisches Starten von meinen Datenbankinstanzen mit Services anlegen, was zum Beispiel dann auch wichtig ist, wenn ich später Hochverfügbarkeit anschaue, wie mache ich denn Hochverfügbarkeit, könnte man zum Beispiel mit DataGuard machen und auch da ist es ja Best Practices, man hat einen Cluster-Stack für solche Sachen wie Oracle Notification Server, dass meine Clients automatisch informiert werden. Das ist alles da, da braucht man sich bei diesen neuen Appliances keine Gedanken drum. Datenbankoptionen gibt es natürlich nur bei der Enterprise Edition. Ich meine, es ist eine Standard-Datenbank, die da drauf läuft und unterliegt deswegen auch den ganz normalen Lizenzierungsgeschichten wie auf jedem anderen Server auch. Mit einem großen Unterschied und das ist der, dass ich eben Kerne aktivieren kann. Und dieses Kerne aktivieren geht eben der Metal, da werden wirklich Kerne in BIOS dann auch abgeschaltet und mit den neuen ODAs haben wir es etwas leichter gemacht. Wir brauchen keinen MyOracle Support Certification Key oder sonstige Dinge mehr, sondern ich kann das einfach selber mit dem Configure CPU Core einfach anstoßen und die Anzahl der Kerne dadurch verringern. Vorsicht! Das System merkt sich eine High-Water-Mark, weil unsere Lizenzabteilung muss natürlich wissen, wir da jetzt nicht ständig hoch und runter, sondern das, was die einmal als High-Water-Mark hatten, das heißt, wenn sie es zum ersten Mal verringert haben, das wird getrackt und wird gespeichert und das ist letztendlich auch das, was sie an Lizenzen brauchen. Das sollte man sich bitte schön im Klaren sein, also nicht sagen, oh, jetzt verringere ich mal auf 10 und dann merke ich, ja, das war immer noch zu viel, ich gehe auf 6 runter, keine gute Idee, sondern wenn, dann gleich auf den niedrigen Wert. Ausgeliefert werden die ODA so, dass alle Kerne aktiviert sind und da kann man eigentlich nur sagen,
Ja, was mache ich denn jetzt beim Testen, wenn ich so einfach mal testen möchte? Am Anfang können Sie beim Testen sagen, ich lasse einfach alle Kerne an. Wir werden nachher bei den Datenbank-Templates sehen, die haben alle einen CPU-Count gesetzt. Und damit brauche ich eigentlich nicht physikalisch die CPUs in der Maschine zu deaktivieren, sondern ich kann das einfach auch im Datenbank-Template machen und dann verwendet die Datenbank nur die CPUs. Dass mein Betriebssystem dann noch den mehr hat, ist letztendlich egal. Selbstverständlich klar, auf einer Small, wo ich nur 10 Kerne habe, kann ich natürlich auch nur bis 10 gehen und nicht bis 20 vorher nehmen, wenn ich stehen will. Wenn ich das Ganze konfiguriert habe, das heißt, da sehen wir jetzt auch zum ersten Mal diese Web-GUI, um die ganze Sache zu administrieren, dann sehe ich auch, wie hoch mein CPU-Core-Count ist. Im Falle von mir komplett 20 und natürlich voll ausgestattet mit 4 NVMEs. Aufgeteilt und auch mit den IP-Adressen, die letztendlich dann bei mir verwendet worden sind. Und da sieht man da oben auch, oh, es gibt ja auch ein Tab Databases, das heißt, ich kann auch weitere Datenbanken einfach über die Web-GUI anlegen, auch dazu nachher noch ein bisschen mehr. Ja, wie sieht denn so eine Installation von der X6, S und M generell aus? Ich kann das einerseits über eine Webkonsole steuern, hier haben wir gerade schon gesehen. Das zeige ich auch dann, wie das Deployment ist, weil darüber macht man es einfach am leichtesten. Aber die ganze Funktionalität ist auch auf Kommandozeile verfügbar und auch dort hat sich das Command geändert. Das neue Command heißt nicht mehr ORK-CLI, das gibt es auf den kleinen ODAs auch nicht, sondern ODA-CLI. Warum haben wir das geändert? Hinter diesem ODA-CLI steckt ein bisschen mehr als rein nur, ja, wir haben es jetzt umbenannt. Sondern auch die ganze Infrastruktur der Maschine hat sich geändert. Dieses ODA-CLI sind RESTful Web Services. Das heißt, das Ganze lässt sich auch über RESTful Web Service API steuern von extern. So ein Deployment könnte ich also auch machen, ohne dass ich selber direkt jetzt auf das ODA-Command zugreife. Und das Deployment selber würde auch einen JSON-File verstehen, um das ganze Deployment durchzuführen. Und das ist zum Beispiel dann wichtig, was wir nachher sehen werden, nämlich über die Web-Oberfläche habe ich nicht die Möglichkeit, User-IDs und Gruppen zu vergeben. Wenn ich sage, ja, ich habe aber in meinem Unternehmen einen Standard, da brauche ich ID, Gruppen-IDs und der Oracle-User hat immer die 1, 2, 3, 4, 5, 6 als ID, dann kann ich das ändern, dann muss ich das Deployment im Moment aber mit diesem JSON-File machen, weil nur dort ist das dementsprechend anpassbar und ändert. Das ganze System hat im Hintergrund natürlich noch Prozesse, um die ganze Sache zu überwachen, um irgendwelche Fehler festzustellen, wenn irgendwas mit dem System passieren. So, wie sieht jetzt so ein Deployment aus? Und ich kann hier wirklich aus Erfahrung berichten, also 40 Minuten waren hochgegriffen, ich habe, glaube ich, kürzer gebraucht. Das Wichtigste bei dem System ist, wie auch bei der großen schon, die richtige Verkabelung, wobei da hat man diesmal nur mit Netzwerkkabel zu tun, diese Netzwerkkabel sind nicht da. Und dann, wenn die Netzwerkkabel angeschlossen sind, ist gar nicht so einfach. Auch das hat mich ein bisschen Nerven gekostet, da musste ich nochmal anrufen, damit es eingesteckt war. Nein, Spaß beiseite. Dann kann ich eigentlich schon loslegen und das Erste, was ich mache, ist dann über das ILOM die initiale Netzwerkkonfiguration, dass ich darauf Zugriff habe. Und dann aus steuerrechtlichen Gründen kommt auch diesen kleinen ODAS immer noch nicht mit der Oracle Software. Das heißt, die muss ich mir erst herunterladen, auf die Datenbank-Client dann kopieren. Dann wird sie entpackt. Das nennt sich auf der neuen ODA-Update. Und dann kommt das eigentliche Deployment. Ganz kurz die einzelnen Schritte. Ich meine, es ist im Setup-Poster zwar sehr gut beschrieben und nachzulesen. Aber wenn man das einmal selber gemacht hat, hat man so ein bisschen Erfahrung. Das Erste, was man macht, ist, wie gesagt, über das ILOM-Interface der sogenannte Configure First Net, dass ich einmal das Netzwerk konfiguriere mit den entsprechenden IP-Adressen. Theoretischerweise könnte ich da eine andere nehmen, aber dann nehme ich natürlich genau das, was ich auch später verwende. Und das ist auch eine Information, die bleibt erhalten. Also kann zwar überschrieben werden, aber auch wenn ich ein Cleanup mache, wie wir später sehen, das Configure First Net muss ich danach nicht mehr machen, das bleibt erhalten. So, dann suche ich mir die entsprechende Software. Hier ein großer Unterschied. Die Oracle Support Node für die Database Appliance heißt jetzt nicht mehr 6x8.1. Da ist zwar ein Link auf die für die S und die M drin, weil sie hat andere Pakete, da sind auch ein paar andere Software.
Da gibt es dann eben das Mandatory, den GI-Clone sozusagen, da ist das Betriebssystem, die ganzen ODA-Kommandos und alles mit drin. Und dann gibt es ein End-User-Bundle sozusagen für eine 12C-Datenbank oder eine 11G-Datenbank. Entweder brauche ich die 12 oder die 11 oder ich brauche beides. Und ebenfalls in dieser Note findet man, wenn alle Stricke reißen sollten, dieses Bare-Metal-Image, wenn ich denn die ganze ODA platt machen möchte oder wenn ich ein Testsystem habe, wenn ich letztendlich sage, okay, danach will ich das System wieder auf Factory-Stand zurücksetzen, dann kann ich einfach ein Bare-Metal-Image zum Reload. Nachdem ich die Software runtergeladen habe, die aktuellen heißen dann P23 irgendwas, antippen, was ein bisschen dumm ist, da muss man ein bisschen nachsuchen, ist, das sind zwei Zip-Files, und damit ich dann dieses Zip habe, was die ODA versteht, muss ich die konkatenieren, also zusammenfügen. Das heißt, ich mache einfach einen Cut von den entsprechenden In-Ein-Zip. Steht leider im README drin, das heißt nicht im Deployment-Guide selber oder in dem Startup-Poster. Deswegen habe ich es hier einfach nochmal mit aufgelistet. Kein Hexenwerk, relativ einfach. Und dann kommt das erste Mal so, dass man mit der ODA zu tun hat. Dann heißt es nämlich, ich update mein Image mit diesem Image-File. Hier mal das Beispiel an der Grid-Infrastruktur, das heißt dem wichtigen Paket, bevor man eine Datenbank anlegt. Und da sieht man auch gleich, da werden dann auch noch ein paar RPMs letztendlich zusätzlich mit installiert. So wie zum Beispiel dieser DCS-Agent, der nämlich auch den ganzen Webserver zur Verfügung stellt, um dieses Deployment dann letztendlich. Der startet den danach auch. Sieht man dann zwischen den Starting-Schritten da dazwischen. Das heißt, dass ich dann auch Zugriff auf die Web-GUI habe und da greife ich dann, nachdem ich dieses Update-Image gemacht habe, bitteschön auch vom Datenbank-File, dann dementsprechend auch drauf zu. Standard-Port ist 7093, /Management in der KDML und das Pub-Port ist standardmäßig Welcome 1, wenn Sie allerdings hier Command Line oder CLI mit Z-Credentials umsetzen, wenn Sie das denn sagen, okay, als erstes mal Passwort ändern, Welcome 1 ist die Sicherheitslücke. So, wenn sich das System meldet, sagt es dann erstmal hier, dann kommt die Webpage hoch und da steht erstmal, ja, alles schön und gut, aber ich bin noch nicht konfiguriert, bitte konfiguriere mich doch, heißt in dem Fall Create a Client. Und dann fragt er Sie eigentlich alle Ihre wichtigen Informationen ab und zuerst fragt er Sie dann ab, was für eine Database Edition möchte ich denn haben, denn was man wissen sollte bei diesen oder ich muss mich entscheiden. Wenn ich sage, ich möchte Standard Edition haben, dann werde ich auch in Zukunft über die oder CLI-Kommandos nur Standard Editions deployen. Also ich kann nicht sagen, ja, ich will da Enterprise Edition und Standard Edition. Macht lizenzrechtlich ja auch wenig Sinn. Warum sollte ich eine Enterprise Edition drauf haben und dann noch eine Standard Edition installieren? Im Moment, und ich bin mir ziemlich sicher, auch für die Zukunft ist das eher nicht der Fall. Das heißt, ich muss mich hier entscheiden, möchte ich Standard Edition oder Enterprise Edition haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genauso wichtig ist, welche Redundanz möchte ich haben. Ich meine, wenn ich nur zwei NVMe-Karten drin habe, Default-Auslieferung, dann werde ich natürlich auch nur Normal Redundancy machen, weil ich habe ja nur zwei Platten. Wo soll er hin mit meinen dritten Informationen? Wenn ich vier NVMe drin habe, dann kann ich meine Diskussion auch. Auch hier gibt es wieder Best Practices, External Backup Lokation, Internal Backup. Dann legt er diese Prozentzahlen automatisch fest, dass er nämlich sagt, 80% meines Plattenplatzes geht für die Datenbank-Files drauf und nur 20% für die Recovery Area. Internal heißt 40-60. Und ich habe aber auch zum ersten Mal die Möglichkeit, im Custom festzulegen und zu sagen, ja, ist zwar alles schön und gut, ich weiß aber, ich brauche eigentlich viel weniger Datenbereich, ich brauche viel mehr Backup, also möchte ich nur 20% für die Daten, das kann ich selber festlegen. Wichtig ist, Sie können nicht 100% vergeben oder Sie sollten nicht 100% vergeben. Die Datenbanken legen nämlich zum Beispiel ihre Redo-Logs in die Recovery-Disco, in die Reco. Das mag jetzt etwas seltsam klingen für die, die mit Datenbank zu tun haben. Letztendlich sind wir eher auf denselben NVMEs. Und bei NVMEs haben sie auch nicht die Wahl, so wie bei Festplatten, äußere Spindel, innere Spindel, was ist schneller. Gibt es nicht, alle Bereiche sind gleich schnell. Und deswegen haben sie sich einfach entschlossen, die Online-Redo-Logs in die Recovery-Disk-Group zu legen. Das sollte man wissen. Und das ist auch der Grund, warum man dann nicht sagen sollte, hier, ich gehe mal auf 100% für meinen Datenbereich,
weil dann wird das Kreieren von der Datenbank nicht mehr funktionieren, weil er keine Rico-JIT hat. Von daher, ich sag mal so 80-20 ist das Maximale, was man wahrscheinlich wählen sollte. Meine Empfehlung ist generell zu sagen, externe Backup, weil ich habe nur diese vier NVMEs bei den Rechnern. Also verwende ich das auch hauptsächlich für Datenbanken. Denn, nachher noch eine Info darüber, externe NFS-File-Server wie eine ZFS-Appliance oder sowas oder einen Netter-Filer ebenfalls, kann ich natürlich anschließen. Und es ist natürlich sinnvoll, sein Backup dann nicht auf denselben NVMe-Platten zu lassen und das, die Maschinen dann wirklich rein für Datenbanken zu verwenden. Und dann hat man auch die Ausnutzung am besten, weil also diese 12,8 Terabyte RAW, die ich da drin habe, sind jetzt wirklich nicht viel. Und ich habe dann auch mal nachgeguckt in meiner, nach meinem Deployment, das sind effektiv, wenn das Terabyte sind, sind nämlich eigentlich nur 5,9 bei Normal Redundancy, beziehungsweise 3,9 bei High Redundancy. Das heißt, mein Datenbereich hat ungefähr bei externen 4,7 Terabyte. Was jetzt nicht so viel ist, wenn ich größere Datenmengen darauf betreibe. Was ich sehr gut aber tun kann, weil die IO-Performance ist. Generell bringt die neue ODA kein ACFS-File-System der T-Void mit. Ich kann genauso gut hergehen, Datenbanken in ASM anlegen. Nichtsdestotrotz, es gibt auch die ACFS-File-Systeme, die werden erzeugt. Pro Datenbank, wenn ich eine Datenbank erzeuge, die auf ACFS liegen soll, dann wird auch das ACFS-Filesystem erzeugt. Und genauso gibt es, sobald ich die erste Datenbank auf ACFS erzeuge, auch ein ACFS-Filesystem für meine Videos. Die sind sehr viel kleiner als die bisherigen, die wachsen auch automatisch mit. Da braucht man sich eigentlich auch keine Gedanken machen. Warum sollte ich eine Datenbank auf ACFS legen? Gut, es gibt zwei Gründe. Das erste ist, Elva-Datenbanken müssen auf ACFS liegen, das geht gar nicht anders. Weil der Elva-Datenbank nicht mit den großen NVMEs umgehen kann, alles was größer als 2 Terabyte, als Loon wäre, unterstützt Elva-Datenbank nicht. Und deswegen werden die Datenbanken auf ACFS gelegt, wenn sie Elva sind. Bei einer 12er kann ich mich wirklich entscheiden, ob ich auf ASM oder in ACFS. Ändert allerdings am Plattenblatt nichts. Also egal, ob ich jetzt ACFS verwende oder direkt in die Distro hineinschreibe, das bleibt letztendlich gleich vom Plattenblatt. Ich hatte es erwähnt, L2-Datenbanken kommen immer auf das ACFS-File-System aus beschriebenen Gründen. Ich habe auf einer X5 oder vor ein paar Wochen mal einen Test gemacht zwischen File-System-Performance, ACFS und ASM und habe zu meiner Überraschung feststellen müssen, ACFS-File-System war in manchen Operationen sogar schneller als meine ASM, was Leseoperationen anbelangt hat. Hat mich überrascht, erfreut natürlich. In den meisten Fällen waren die beiden gleich auf. Das heißt, performancemäßig braucht man keine Angst vor dem ACFS haben. Im Moment noch nicht unterstützt leider, aber in naher Zukunft angedacht sind dann auch die Snapshot-Funktionalitäten. Das heißt, wenn ich eine Datenbank schnell duplizieren möchte für Testzwecke, dann gibt es ja dieses Snapshot von dem ACFS-Fallsystem. Gibt es im Moment noch nicht auf der ODA X6, weil sie diesen Befehl noch nicht gebaut haben, technisch funktionieren und es schon vom ACFS-File-System würde natürlich gehen. Ein Grund, ACFS zu verwenden. Sie sehen, es gibt auch immer das White Paper, was damals für die X5 geschrieben worden sind. Benefits of Oracle ACFS hält natürlich auch wahr bei der X6. Nichtsdestotrotz, der ASM bevorzugt, kann auch ASM nehmen. Hier sehen Sie einfach nochmal, nachdem ich zwei Datenbanken angelegt hatte, nämlich ODA 12 und ODA MEM, mit der In-Memory-Option, wie denn die Filesysteme aussehen. Die Show-Filesysteme kann man sich dementsprechend anzeigen. So, als nächstes wird man im Konfigurationsassistent dann nach dem Netzwerk gefragt. Hier natürlich dieselben Daten eintragen, wie auch bei dem Configure-Firstnet. Er zieht sie leider noch nicht an. Das heißt, ich muss die Daten hier einfach nochmal eintragen, weil das ist der Punkt, wo das wirklich überschrieben wird. Weitere Netzwerke kann ich dementsprechend auch hinzugeben und ich könnte auch das ILOM-Setup nochmal durchgehen. Das ILOM-Setup hat zwei Bewandtnisse. Das eine ist, dass die ILOM-Informationen gesetzt werden und das andere, dass die Clusterware weiß, sie läuft auf einem System, mit dem ich über IPMI sprechen kann. Macht jetzt für den Cluster, also bei einer X5 würde ich sagen, immer einstellen, wenn ich Bare Metal habe, weil dann funktioniert mein Knoten-Reboot über das IPMI. Bei einer Single-Instance-Maschine kann ich das auch gut.
Ganz wichtig, die Maschinen sind bare metal. Im Moment gibt es out of the box keine WLAN-Unterstützung. Aber ganz ehrlich, ich habe ja auch nur zwei Netze mit zwei Datenbanken. Da brauche ich den WLAN auch nicht unbedingt in der Größenordnung. Und die X6 sind so klein, einfache Lösungen. Statt WLAN kaufen Sie sich eine zweite oder freut sich auf Marke. Nein, Spaß beiseite. Datenbanken. 11204, 12102 hatte ich ja schon erwähnt. Es geht CDB, Non-CDB. Es gibt verschiedene Shapes. Hinter diesen Shapes steht letztendlich die Anzahl der Kerne, die verwendet werden, sprich das setzt den sogenannten CPU-Count. Warum habe ich hier Best Practice nicht stehen? Es gibt bei Oracle ein Best Practice-Papier zum CPU-Count, der letztendlich besagt, okay, Oracle fährt einen sogenannten Partitioning-Approach. Das heißt, es macht Sinn, so viele Datenbanken auf den Rechner zu packen, dass ich genau alle CPUs verwende, sprich CPU-Count meiner Datenbanken gleich die CPUs, die ich habe. Warum sagt Oracle das? Ja, wir wollen, dass die Datenbanken sich nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Daher kommen dann manchmal auch so Werte, die man in manchen Installationsguides oder findet, wo es heißt, ja, wir haben von der Size 4, sollte man vielleicht auf einer großen M nur 5 Datenbanken anlegen. Denn 4 mal 5 gleich 20, das heißt, ich habe meine CPUs aufgebraucht. Das hindert sie allerdings niemand daran, auch mehr Datenbanken anzulegen. Allerdings heißt es dann auch im Umkehrschluss, sobald sie das tun, wir haben einen Effekt, dann natürlich, dass wenn eine Datenbank mal so richtig, richtig Power macht, dass eine andere Datenbank damit beeinflusst wird, was man im Normalfall nicht hat, wenn ich die CPU-Counts richtig verteile. Bei der SE2, Standard Edition 2, gehen die Shapes nur bis 8. Warum? 8 CPU-Counts gleich 16, 16 Threads. Das ist die interne Beschränkung. Es macht keinen Sinn, ein größeres Shape anzugeben. Wichtig ist, es gibt auch kleinere Shapes für eine Standard Edition. Für diejenigen, die es nicht wissen, auch bei einer Standard Edition 2 zieht der CPU-Count-Parameter und ich kann sagen, ja, meine Datenbank braucht aber nur 2 CPUs. Das heißt, die restlichen Ressourcen habe ich dann für andere Datenbanken oder so was frei. Storage, wie gesagt, ASM oder ACFS. Und ganz wichtig, auch wenn es immer Configure Enterprise Manager Konsole heißt, bei 12.1 bedeutet dieser Ja-Button, nee, das ist ein Enterprise Manager Express, der da konfiguriert wird. Das ist nicht die Konsole. Bei 11er Datenbanken ist es die Konsole. Da haben sie das Wording nicht ganz angepasst für die Datenbank. So, welche und Datenbanken nochmal werden genau unterstützt? Der aktuelle, wobei der letzte PSU ist es, das heißt 16.04.19 von den jeweiligen Releases und nicht älter sozusagen. Die nächste Version steht vor der Tür. Vor zwei Wochen war ja auch die aktuelle Patch in der Datenbanken mit dem aktuellen Patch. Ich erwarte eigentlich, dass es relativ kurzfristig jetzt auch dann auf der ODA ist. Grundsätzlich ganz wichtig, auch wenn es immer heißt hier, die ODA ist X6 ist super geeignet für Single-Instance-Datenbanken. Das heißt hier Single-Instance-Datenbanken im Sinne von, ich kann kein Rack machen, aber ich kann sehr wohl mehrere Datenbanken und mehrere Homes haben. Sie haben es vorher gesehen, ich hatte auch schon zwei Datenbanken. Vorher schon erwähnt, die Grid-Infrastruktur in der aktuellen Patch-Version ist immer da. Das heißt, meine Verwaltung über SAV, CTL, was Services und so weiter anbelangt, ist alles vorhanden. Wer sich die Sache mal ein bisschen genauer anguckt, sieht, oh, wir haben ein paar Sachen ein bisschen anders gemacht in der Grid-Infrastruktur. Normalerweise braucht man ja immer noch eine virtuelle IP-Adresse. Haben wir auch, ist aber dieselbe IP-Adresse wie auf dem Local Netz. Das heißt, da ist die Grid-Infrastruktur etwas angepasst worden, um die ODA auch zu unterstützen. Hier für Sie nochmal zum Review, steht auch in der Dokumentation drin, was bedeutet das eigentlich, wenn ich die gewisse Shape auswähle, das heißt ODB06 zum Beispiel, heißt ein CPU-Count von 12, eine SDA von 24, GGA von 12, übrigens auch mit CGA-Limit gesetzt, wie viele Prozesse und wie groß meine Regulogs sind. Und hier unten sehen Sie dann die empfohlene Anzahl, sprich Partitioning Approach, wie viele Datenbanken ich denn haben sollte. Ganz wichtig. Die Parameter dürfen Sie natürlich im Nachhinein ändern. Das ist nicht, was in Stein gemeißelt ist, wenn Sie sagen, ja, ich habe zwar mit einer von 4 angefangen, merke aber, meine Datenbank braucht mehr CPUs, dürfen Sie das natürlich erhöhen, vorausgesetzt die entsprechenden Lizenzen sind da. Natürlich immer eine andere Geschichte. Weil da zählt ja eher der Vorkauf, als die CPUs, die ich hier vergebe.
Dasselbe habe ich natürlich auch mit In-Memory. Da sind dann automatisch die In-Memory-Parameter natürlich gesetzt. Auch das ist natürlich variabel. Und ganz ehrlich, auch wenn ich nur eine Datenbank ODB04 habe und ich fahre nur eine Datenbank, dann bitteschön geben Sie alles Memory der Datenbank. Es macht keinen Sinn, Memory ungebraucht vorzuhalten. Das heißt, dann passe ich natürlich SGA und PGA dementsprechend an. Weitere Datenbanken kann ich ebenfalls über die Oberfläche anlegen. Das habe ich ja vorher schon ganz kurz gesagt. Da gab es ja den Punkt Databases. Sieht dann ein bisschen anders aus vom Screen. Ich kann weitere Datenbanken auch über O oder CLI anlegen. Wobei Empfehlung ist im Moment über die GUI, weil über das oder CLI im Moment leider nicht Character-Sets und Language festlegen kann. Das scheinen sie wohl vergessen zu haben. Nächste Version fixt das, also kein großer so, dann gibt es noch eine Besonderheit im ODA CLI-Kommando. Da kann ich nämlich sagen, kreiere mir bitte doch schön nur die Instance, gerade wenn ich zwei Datenbanken habe, die ich hochverfügbar machen will. Und dann sind wir nämlich schon auch beim nächsten Punkt, wie mache ich denn jetzt meine X6 hochverfügbar? Es gibt die X5, die hat AA drin, da ist mein RAC vorkonfiguriert und alles, da geht allerdings in Enterprise Edition. Welche Hochverfügbarkeitsoptionen habe ich denn jetzt für so eine X6 gefunden? Zum ersten Mal muss man sagen, wir haben zumindest die Oracle Cluster Wert raus. Das heißt, crasht die Instanz, was die Datenbank normalerweise ja nicht tut. Sollte das aber doch mal vorkommen, weil ein Kollege zum Beispiel den Pmon killt, muss mal ausprobieren, dann sorgt letztendlich die Cluster Wert dafür, dass die Datenbank automatisch wieder neu gestartet wird. Das heißt, diese Sachen sind zumindest da, aber es ist wie gesagt kein RAC möglich, da war nur lokal Storage haben. Für Enterprise Edition Datenbanken empfehlen wir natürlich DataGuard, der ja auch bei einer Enterprise Edition sozusagen inkludiert ist, und das dementsprechend dann natürlich mit einer zweiten ODA abzusichern. Dafür gibt es eben genau den Befehl, nur die Instanz anzusichern. Ebenfalls möglich wäre Golden Gate, das kostet aber extra. Und so als letztes Ausfallszenario natürlich immer Backup. Und ich hatte schon gesagt, ich würde nie empfehlen, das Backup eigentlich lokal zu machen, es sei denn, ich habe Datenbanken, die ich schnell wiederherstellen möchte und ich möchte vom NVMe-Storage profitieren, dann ja. Aber wenn es um so Dinge geht, ja, ich möchte meine Daten sicher haben, dann bitte schön raus aus der Kiste auf dem externen NFS-Filer oder sehr kostengünstig natürlich auch Backup in die Oracle Cloud. Das ist zwar in der Web-Oberfläche noch nicht integriert. Ja, den Enhancement-Request, das habe ich aber schon gestellt. Aber es ist auch ganz einfach selber einzurichten. Haben wir ein Video darüber gemacht in unserer Oracle Cloud Now-Kampagne. Können Sie sich auch nochmal angucken, wie einfach es eigentlich ist, ein Backup in die Oracle Cloud zu legen. Und dabei ist es egal, wo das herkommt, selbstverständlich auch bei einer X6-Datenbank auf einer X6. So, zum Abschluss noch ein bisschen was über die ODA-Befehle. ODA-CLI ist für das Lifecycle von so einer Maschine zuständig. Das heißt, damit kreiere ich eine Appliance, lasse mir auch anzeigen, dass das selbst Screen, den Sie in der Web-GUI gesehen habt, wie sieht denn meine Appliance aus, kann man sich hier auch anzeigen lassen. Es ist dafür da, weitere Datenbanken anzulegen, Datenbanken natürlich auch zu löschen. Ich kann hier Netzwerke zusätzlich mit anlegen, wobei das macht man eigentlich bei der initialen Konfiguration. Es ist so, dass nicht so wie früher das ODA-Kommando gewartet hat, bis die Datenbank angelegt worden ist, sondern der legt einen Job an und diesen Job kann man sich im Nachhinein anschauen, wie weit er denn ist mit dem Datenbank anlegen. Dafür gibt es das Job-Kommando. Wenn es eher um interne geht, das heißt, ich möchte eben zum Beispiel NVMe tauschen, da haben Sie dieses Tower-Kommando schon gesehen, um eine Platte auszuschalten, damit ich es ausziehen kann. Ich kann allerdings auch alle anderen Informationen über das System selber abfragen. Monitoring, Showdisk, Showdisk, Showfile-System, Showserver, um Cooling anzuzeigen. Das sind die Befehle, die im sogenannten ODA ADM-CLI zu finden sind und die im Moment noch nicht über die grafische Oberfläche mit rausgegeben werden. Was auch noch fehlt im Moment, ist das Validate und ORA-Check, um so einen kompletten Server durchzuchecken, was ich bei den X5-Servern ganz gerne mal gemacht habe. Kommt alles, erste Release, kann man leichte Prozesse. Auch hier, wenn man mal etwas komplett verbockt haben sollte, weil kommt eigentlich nicht vor, es sei denn, man macht dies und probiert mal aus, was passiert, wenn ich dann jetzt eine Standard Edition Installation wähle und dann sage, ich will trotzdem eine 11er Datenbank. Das funktioniert nämlich nicht. Und wenn ich dann das ganze Ding wieder sauber zurücksetzen möchte, dann gibt es das
Cleanup GL, was die ganze Maschine wieder praktisch auf Factory-Stand zurücksetzt. Software lässt es Gott sei Dank drauf, das brauche ich dann nicht nochmal runterzuladen. Und auch die Netzwerkkonfiguration bleibt erhalten, auch im Unterschied zu einem früheren Cleanup. Das heißt, ich setze die Maschine zurück, sind alle Daten lang, alles weg und kann direkt wieder mit der Web-GUI für das Deployment entsprechend starten. Aufpassen muss man noch, ich hatte vorher erwähnt, wenn sie andere User-IDs vergeben, das muss man dem Cleanup GL sagen. Das wäre aber dann auch eine Installation über JSON. Enterprise Manager ist natürlich das Tool der Wahl, um Engineered Systems zu überwachen. Es gibt allerdings noch kein eigenes Plugin für die X6. Die X5-Plugins funktionieren noch nicht. Die X6-Plugins sind in Vorbereitung. Workaround im Moment, ich meine, es ist eine Bare-Metal-Maschine, ein Standard-Agent für eine Datenbanküberwachung funktioniert. Was fehlt, sind dann so die paar ILOM-Informationen für die Serverüberwachung oder dass ich für einen Grafik gleich sehe, dass eine Platte kaputt ist. Wir sind dran, das Plugin bereitzustellen. In naher Zukunft wird es dann auch für den Enterprise Manager 13. Gerne noch ein paar diverse Sachen zum Schluss. Ja, wie sieht es denn jetzt mit der Software aus? Was läuft denn da drauf? Im Moment ist es ein aktuelles Linux 6.7 mit einem UEK 400-Kernel, der dort läuft. Wir haben, wie gesagt, keine OVM-Unterstützung für Applikationen, aber ich darf natürlich generell Third-Party-Software installieren da drauf. Ein bisschen aufpassen muss man immer, wenn diese Third-Party-Software zusätzliche Packages benötigt. Die bekomme ich zum Beispiel bei public.yum.org.com in der entsprechenden Version. Bitte kein Yum-Setup machen. Also nicht generell nur Yum und dann Yum Install, sondern wirklich das RPM-Paket, was ich brauche, herunterladen. Und was generell gilt, Third-Party-Applikation sollte jetzt nicht unbedingt Änderungen am Kernel machen. So ein IBM Guardium zum Beispiel, was Änderungen an einem Linux-Kernel vornimmt, ist jetzt nicht gerade auf einer Oder empfohlen, weil wir zum Patchen natürlich dann neue Kernels nehmen und es da dann zu Komplikationen kommt. Ansonsten Software. Normalerweise nur ein, zwei RPMs zusätzlich, braucht gar kein Problem. Jegliche Software können Sie eigentlich auf der Oder installieren. Ja, Plattenplatz könnte da maximal noch ein bisschen der Grund sein. Die internen SSDs haben halt nur 400 GB. Hatten wir ja. Gegebenenfalls kann es sein, dass, wenn mal ein größeres Update kommt, Engineered Systems von Oracle werden ja von uns gepflegt. Irgendwann werden wir vielleicht auch mal mit Oracle Linux 7 ein Update vorziehen. Und das sind dann so Momente, wo es dann sein kann, dass ich die Software und die Packages, beziehungsweise zumindest die RPMs kurz deaktiviere, dass der Update durchläuft. Das sind, merkt man aber, das steht dann in den Readmes der Patches drin, wenn sowas passiert. Und ganz wichtig noch, die CPU-Kernel-Limitierung, wenn ich die einstelle für eine Enterprise Edition, greift nicht bei Third-Party-Software, zum Beispiel auch nicht bei einem WebLogic-Server. Der Sache sollte man sich bewusst sein, dass man hier eigentlich letztendlich immer alles bezahlt. So, ja, ansonsten aber, wie gesagt, Applikationen können Sie installieren. Die Systeme sind allerdings optimiert für Datenbanken. Backup-Agenten halte ich noch für sinnvoll, Applikationen vielleicht lieber auf dem zweiten Server. Kommen wir noch zum Patchen. Das ist das Patch Builder X5. Oracle wird dafür Sorge tragen, dass das Patch einfach durchläuft. Das Patching wird ein bisschen anders aussehen als bei einer X5, weil es gibt kein Rolling-Patch. Ich habe ja nur einen Server. Wie genau das aussieht, steht noch nicht fest. Da müssen wir jetzt mal das nächste Patch abwarten. Das heißt, mit welchen Kommandos dann der Patch funktioniert und welche Möglichkeiten ich habe. Datenbank wird definitiv getrennt sein von der ganzen Firmware und Secret Infrastruktur. Und es wird definitiv ein Patch für alles sein. Also das sind die Dinge, die fest sind. Aber wie der Befehl jetzt genau heißt, den gibt es noch nicht. Der wird dann mit dem nächsten Package auch ausgeliefert. Und sobald ich das weiß, werde ich meine Slides updaten, mit so patche ich eine Oder. Das, wie gesagt, zur Oder. Nachlesen können Sie die Informationen zur Datenbank Appliance natürlich selber in der Dokumentation und auch in den sehr guten Support Notes hier oben, die neue für die X6, S und M. Und wie gesagt, wenn es der Metal Image Deployment gibt. So viel dann zu Oder. Noch drei Worte einem neuen System vor zwei Wochen, dem sogenannten Mini-Cluster. Und da er eigentlich in denselben Bereich reingehört wie die Oder, habe ich es für sinnvoll erachtet, den mit in den Webcast noch mit auszunehmen, nämlich den Mini-Cluster S7.2. Und man merkt an der Bezeichnung S7.2 schon, aha, das ist ein Spark-Prozessor, der in diesem Mini-Cluster mit drin ist. Und wer sich das Bild, gehen wir nochmal kurz zurück, wer sich das Bild anguckt, könnte man, die X5 Oder sah doch genau gleich aus, oder? Ja.
Vom Setup her ist dieser Spark Mini Cluster auch eine HA-ODA, sehr, sehr ähnlich, mit dem Unterschied, dass die Server oben drin natürlich einen S7 Spark-Prozessor drin haben, der 8 Kerne hat, nicht nur die etwas performanter sein sollen als die Intel, die Tests muss ich noch machen. Es gibt 512 GB RAM-Pro-Knoten, nicht erweiterbar im Moment. Als Netzwerk wird die Kiste nicht mit InfiniBand, sondern automatisch mit Fiber Channel und Kupfernetzwerk ausgeliefert. Unterstützt Out-of-the-Box WLAN-Checking, was auch sehr sinnvoll ist, werden wir nachher beim Setup sehen. Ansonsten wird es mit SAS 3 12 Gigabit der externe Storage angeschlossen. Und der externe Storage sieht auch ein bisschen anders aus bei einer ODA. Wir haben zwar diese 200 Gigabyte für die SSD RhinoLock, aber für die Datenbank selber wird bei dem Mini-Cluster rein auch auf SSDs gesetzt. Das heißt, wir werden dort Performance erreichen, die wirklich den SAS-Adapter komplett ausnutzen kann. Aber es gibt auch noch 8 Terabyte High-Capacity-Disk, 6 Stück für Shared-Files und Applikationen. Und da sieht man auch, in welche Richtung der Mini-Cluster geht. Ein großer Nachteil der bisherigen ODA-Generationen oder der HA-ODA war eigentlich immer die, dass die Kunden gesagt haben, ich möchte Datenbanken in einzelnen VMs haben. Ich möchte nicht eine einzige große VM haben, wo meine Datenbanken drin laufen. Und genau das bietet der Mini-Cluster, weil der eben Oracle Solaris Zonen dazu verwendet. Und die andere Sache, die er eben auch out of the box liefert, sind sogenannte Applikationszonen, wo ich Applikationen installieren kann. Und das ist sehr, sehr viel flexibler vom ganzen Setup her. Und jetzt weiß man auch, wofür diese internen Festplatten benötigt werden. Die sind nämlich genau dazu da, um Filesysteme für die Applikationen bieten zu können. Das heißt, das ist dann wirklich ein AA-System. Wo sind jetzt so die Unterschiede und die Vorteile zu der ODA? Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Setup wird, ich denke aber auch mal, das nächste Setup der neuen HA-ODA wird über ein grafisches User Interface funktionieren. Auch hier, das wird auch über die grafische Oberfläche, sieht ein bisschen anders aus, weil Sie müssen ein paar andere Sachen machen können. Es gibt nämlich neben den DBs, können Sie gleich auch Applikationsprofile und sowas über die GUI anlegen. Wo sind jetzt die Unterschiede zur ODA? Ja, ein großer Unterschied ist, ein Mini-Cluster, da läuft Solaris drauf. Ob Ihnen Linux oder Solaris lieber ist, überlasse ich Ihnen. Die zweite große Änderung ist eben, wir haben einen Spark-Chip. Spark-Chip, der hat ein paar Dinge, die ein Intel-Chip im Moment nicht hat. Das eine ist nämlich, dass wir einen Security-Mechanismus drin haben. Das heißt, wer jemals von diesem Heartbleed-Bug gehört hat bei SSL oder der Venom-Attack, diese Sachen können auf einem Spark-Prozessor nicht ausgenutzt werden. Deswegen findet man in den White-Papern und Sales-Präsentation auch immer dieses Wort Secure mit drin, der ist sehr, sehr sicher, weil wir eben diese speziellen Mechanismen in den Spark-Prozessoren mit drin haben. Das zweite Interessante für In-Memory letztendlich, wer In-Memory machen möchte, sind diese Software in Silicon, diese DAX-Instruktionen, Database Instructions, die dafür da sind, In-Memory-Zugriffe zu beschleunigen von Database in Memory. Das bringt so bis 10-fachen, das ist wirklich klasse. Wir haben im Chip sehr viele Verschlüsselungs- und Kryptographiedienste drin. Halt solche Sachen wie ASO, Advanced Security Option mit DDE, kann davon ebenfalls. Für mich neben dem Chip Vorteilen, aber definitiv der Vorteil mit den Solaris Zonen, mit der Applikationsunterstützung, die auch nicht ganz diese Problematik hat wie eine bisherige ODA mit Performance, wobei die haben wir bei der ODA jetzt auch im Griff. Aber ganz wichtig, Datenbanken in eigenen Zonen. Das ist zwar auch nur auf 4 limitiert, also mehr als 4 Datenbankzonen erlaubt der Mini-Cluster nicht, aber es ist zumindest schon ganz anders, als es auf einer ODA ist. Das nur, wie gesagt, so zu den Unterschieden von einer ODA. Nichtsdestotrotz, wer ein kleines System braucht oder ein HA-System auf Linux-Basis mit guter Performance, der ist natürlich bei einer ODA genauso gut aufgehoben. Hier halt dann immer so ein bisschen mehr so die Präferenz, möchte ich mehr mit Applikations-VMs oder sowas machen. Da ist eine Solaris Zone halt einfach was anderes als eine x86.
HVM. Nichtsdestotrotz, die Entscheidung ist Ihnen überlassen. Im kleinen Bereich der X6 oder haben wir aber definitiv nur eine Möglichkeit und die heißt oder. Da haben Sie viel heute drüber gesehen. Hier ein paar Informationen zur ODA und zum Mini-Cluster. Einmal die Landingpages auf der Oracle-Webseite, die ODA-Informationen im Technology-Netzwerk, die Dokumentation zu beiden Systemen und natürlich speziell für X6 das Setup-Poster und auch das White Paper. Wobei, da merke ich gerade, das ist glaube ich noch das 5. Da muss ich das X6 mal noch abwählen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören.